begrüße euch auch ganz herzlich, meine gesegneten Geschwister im Herrn Jesus Christus. Guten Morgen. Ja, wie der Bruder Efra schon Thema angefangen hat, heute geht es um ein bekanntes Thema in der Bibel, was eigentlich, ja, ich sag mal, sehr einfaches darüber zu predigen, sehr einfaches darüber zu reden, aber sehr schwer ist, wenn man sich während der Vorbereitung mit diesem Thema beschäftigt und dann sich selber erwischt. Dass man ein Thema vorbereitet für anderen, für die Gemeinde, aber dass man dann während der Predigt selber wirklich auf die Knie gehen muss und nochmal neu Buße tun muss. Amen. Heute geht es um die erste Liebe. Die erste Liebe, nicht die erste Liebe zum Mann oder zur Frau, nicht die erste Liebe zu irgendwelchen Verwandten, Bekannten, sondern die erste Liebe, dieser erste Moment, wo wir den Herrn in unserem Leben gespürt haben, bekommen haben, diesen ersten Moment. Ich möchte anfangen mit Johannes 16, 8. Oder wir können vielleicht von 6 schon lesen. 5 fängt das an, Entschuldigung, 5. Nun aber gehe ich hin, Vers 5, nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich das zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Hier spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Er sagt, ich muss von euch weggehen. Ich muss wieder zurück zum Vater. Und die Jünger wurden traurig, haben das nicht verstanden. Aber der Herr sagt, wenn ich nicht gehe, kann ich euch nicht den Tröster schicken, den Heiligen Geist schicken. In anderen Worten, wenn ich nicht zum Vater gehe, ich kann nicht wieder zu euch in eure Herzen hineinkommen. Und das ist der Heilige Geist. Und er sagt, wenn der Heilige Geist kommt, wenn der Heilige Geist Wohnung in dir und in mir nimmt, dann wird der Heilige Geist die Welt überführen von Sünde, vom Gericht und von Gerechtigkeit. Wie soll das gehen? Hier steht nicht, dass der Herr gesagt hat, wenn der Heilige Geist zu euch kommt, dann werde ich durch den Heiligen Geist die Welt besser machen, schöner machen. So sagt er das nicht, sondern er sagt, der Heilige Geist in euch wird die Welt überführen. Das heißt, durch den Geist Gottes, der in uns hineinkommt, durch unser Wandel, wird die gottlose Mensch sehen, dass diese Welt böse ist. Dann hat man einen Vergleich. Jemand, in dem Gott lebt, und die gottlose Welt. Durch diesen Vergleich, durch unseren Wandel, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wird es sichtbar werden, dass diese Welt die verfallene, zerfallene Welt ist und dass diese Welt voller Sünde ist, voller Ungerechtigkeit ist. Der Herr Jesus hat selber gesagt, ich bezeuge euch, dass die Welt böse ist. Die Welt ist böse. Und das wird sichtbar, soll sichtbar sein durch unser Wandeln, weil der Heilige Geist uns treibt. Und dieser Heilige Geist, der in uns ist, den kann ein Mensch nicht einfach so bekommen, weil er so einfach das sich wünscht, sondern dieser Heilige Geist kommt mit Glaube, Bekehrung und dann wird der Geist Gottes in uns hineinkommen. Und das hat der Herr Jesus aus Liebe zu uns gemacht. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir irgendwie bessere Menschen sind, sondern aus Glauben zu ihm. Und wenn dieser Heilige Geist kommt, dann ist der Mensch von innen
nach außen verändert. Und dann ist der Anfang, wo der Geist kommt, der Anfang ist ein ganz besonderer Anfang. Der Anfang, wo der Mensch in Berührung mit dem lebendigen Gott kommt, wo Leben hineinkommt, das ist ein ganz besonderer Anfang. Und das nennt die Bibel die erste Liebe. Wir werden gleich gemeinsam in Epheser 2 lesen. Bevor wir da lesen, ein paar Stichpunkte vielleicht so als Information. Das ist, Johannes Kapitel 2, Brief an Epheser, Ephesus. Wir werden lesen, dass dort der Apostel Johannes, das ist der letzte Apostel gewesen, der noch am Leben war, der wurde verbannt auf eine Insel. Wer kennt den Namen? Nein, Patmos. Auf fast, der erste Buchstabe war richtig, Bruder. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, der wurde verbannt auf diese Insel Patmos. Er war dort im Gefängnis. Damals wollten die politischen Mächte Johannes mundtot machen und haben ihn verbannt auf diese Gefängnisinsel. Und die wollten ihn mundtot machen und die Gemeinden wollten sie führerlos machen und kopflos machen. Damit wollte damals die Politik die Christen einfach in die Enge treiben. Aber in Psalm 2, Vers 4 heißt das, der im Himmel thront, der lacht über sie. Der im Himmel thront, der lacht über sie. Der spottet über sie. Weil gegen den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, sind wir Menschen wie ein Wurm. Ich bin wie ein Wurm vor Gott. Wenn Gott einen Plan hat, wenn Gott eine Verheißung, eine Prophezeiung gibt, dann wird er das auch durchsetzen. Deswegen heißt es im Psalm 2, Vers 4, der im Himmel thront, lacht über sie, auch wenn sie Johannes auf eine Insel verbannt haben. Und damals war das die Zeit von Kaiser Domitian, 81 bis 86. Der wurde danach ermordet. Und dieser Kaiser beanspruchte was sehr Heftiges. Der beanspruchte was sehr Großes, was für einen Menschen Unmögliches. Ja? Viele wollen reich werden, viele wollen berühmt werden, viele wollen Ruhm, viele wollen Ansehen, viele wollen Länder für sich. Aber dieser Kaiser, der beanspruchte was Unerreichbares. Er beanspruchte, Gott zu sein. Er hat sich als Gott gegeben und er hat gesagt, er will ab jetzt als der einzige Gott verehrt werden. Und aus dem Grund, der hat alle Christen verfolgt, damals, die einen anderen Gott natürlich angebetet haben. Und diese Briefe gingen, 7 Briefe waren das, wie ihr wisst, die gingen an 7 Gemeinden. Johannes geschrieben und die gingen an die 7 Gemeinden. Heute wollen wir uns mit dem Brief in Offenbarung 2, Brief an Ephesus, wer eine Bibel hat, kann gerne aufschlagen, Offenbarung Kapitel 2, ab Vers 1, genau. Und egal, ob diese Sendschreiben damals an die Gemeinden geschrieben wurden, das ist ja jetzt wie viele Jahre her, 2000 Jahre her, die gingen an die Gemeinden. Manche Ausleger sagen heute, ja, die gingen nur an die Gemeinden dort. Und manche Ausleger sagen, das ist die Kirchengeschichte. Seit der Gemeinde, seit der Entstehung, Apostelgeschichte 2, Ausgießung des Heiligen Geistes, die Entstehung der Gemeinde bis heute. Ja, das ist so die Kirchengeschichte. Jedes Sendschreiben ist eine Zeitepoche, sagt man. Mir persönlich, also für mich persönlich, ich sage, das gilt auch für uns heute. Wir können daraus schöpfen. Es ist Gottes Wort. Es ist lebendig und es ist schärfer als jeder zweischneidige Schwert, der trennt Geist und Seele. Das heißt, unsere eigenen Gedanken und was der Herr uns sagen will, damit es nicht so vermischt wird. Deswegen dürfen wir daraus schöpfen. Und am Ende der Sendschreiben immer, die letzten Worte sind immer, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Deswegen können wir heute sagen, wer Ohren hat, der höre, was der Herr heute für uns zu sagen hat. Genau.
Und wenn wir das letzte Wort lesen, immer am Ende steht das, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Brief geht an Ephesus, aber am Ende steht, was der Geist den Gemeinden in Mehrzahl sagt. Das heißt, es war nicht nur an eine Gemeinde gerichtet. Es gilt auch für uns heute. Wir haben am Mittwoch war das, glaube ich, in der Bibelstunde, war sehr voll, ich glaube mehr, wir waren fast mehr als jetzt gerade, wir waren glaube ich 22 Leute ungefähr und wir haben gelesen, dass Apostel Paulus in Ephesus war. Das war in Apostelgeschichte 19, glaube ich, genau. Und jetzt lesen wir Vers 1, Offenbarung, Kapitel 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind, und hast sie als Lügner entlarvt und hast viel ertragen und hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Kehre um und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich vom Baum des Lebens zum Essen geben, der mitten im Paradies Gottes ist. Jetzt ist eine Stelle ganz am Anfang. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Jetzt könnte man 2 Stunden darüber diskutieren. Wer ist dieser Engel? Waren das jetzt Gemeindeälteste nur? Oder war das ein Engel vom Himmel? Oder war das die ganze Gemeinde? Jetzt können wir 2 Stunden darüber reden, aber in diesen Versen geht es nicht darum, liebe Geschwister. Wisst ihr, es gibt Bücher darüber, ganze Bücher, so dicke Bücher gibt es darüber, wer diese Engel sein kann. Ich vertraue dem Herrn, ob es ein Engel ist oder die Ältesten sind oder die ganze Gemeinde ist. Ich vertraue dem Herrn, so wie es hier drin steht. Und das dürfen wir. Hier geht es auch gar nicht um den Engel. Ich persönlich, das ist meine Meinung, sehe das als die ganze Gemeinde, weil er sagt, wer Ohren hat, der höre, genau. Und ich sehe das als die ganze Gemeinde komplett. Und der die Leuchter in seiner Hand hält, ist der Herr Jesus. So sehe ich das. Der die Leuchter in seiner Hand hält, ist der Herr Jesus. Weil ein Engel, an dem dieser Brief gehen soll, das ist eigentlich nicht logisch. Dieser Engel soll Buße tun. Gott spricht zu Johannes. Gott gibt durch den Geist Johannes diese Worte. Und Johannes soll es an einen Engel wiedergeben, der Buße tun soll. Ich persönlich sehe das hier etwas kritisch. Ja. Aber wenn jemand was anderes darüber denkt, ist auch in Ordnung. Der Herr segne ihn. Ist kein Problem. Wie gesagt, es geht gar nicht um diesen Engel. Außerdem in Vers 16 lesen wir. Vers, tue Buße. Kehre um, in Vers 5. Kehre um und tu die ersten Werke, steht da. Ja, zu einem Engel hat Gott nie gesagt, kehre um oder tue Buße. Ja, genau. Es geht heute nicht um diesen Engel. Es geht nicht, um wem es hier geht. Es geht heute um dich und mich. Das Wort Gottes soll dich und mich
verändern. Das Wort Gottes soll in dir und in mir etwas bewirken, was Gott verändern will. Darum geht das heute. Der die 7 Sterne in seiner Hand hält, ist der Herr Jesus, haben wir gesagt. Er gibt den Gemeinden das Licht. Jesus sagt, wie in den Heften, was ihr vielleicht gesehen habt, ich habe auf ein paar Stühle so Hefte gelegt, das sind die Ich Bin's Worte. Ne? Ich hatte jetzt 10 gezählt, aber das ist von einer Gemeinde aus Westerwald, nicht von Stefan Will, eine andere Gemeinde, von Friedensbote. Und die haben 12 Ich Bin's gefunden. Und einer von dem Ich Bin's heißt, ich bin das Licht der Welt. Ja? Der Herr Jesus gibt das Licht in die Gemeinde, damit wir dieses Licht in die Welt hinaus tragen. Genau. Eine Gemeinde ohne den Herrn, ohne Licht, eine Gemeinde, die nur eine Versammlung ist, die nur zusammenkommt, ohne das Licht vom Herrn Jesus Christus, ohne mit der Kraft des Heiligen Geistes, ist nur ein, wie ein Club, wie eine Versammlung, wo man einfach zusammenkommt, zweimal die Woche, dreimal die Woche, einander sieht und sagt Tschüss. Es hat keinen Sinn, es hat keinen geistlichen Sinn. Ja. Genau, in Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, aber es nicht sind, und hast sie als Lügner entlarvt. Und wenn wir so überlegen, es war in der Zeit von diesem Kaiser Domitian eine ganz harte Zeit, und der Herr lobt sie hier, der lobt die Gemeinde. Er sagt, ich kenne dein standhaftes Ausharren. Du bist nicht, du hast deinen Glauben nicht abgesagt, du bist standhaft geblieben. Und das war schrecklich damals, die Verfolgung. So schrecklich, die man sich heute gar nicht vorstellen kann. Wir sehen in Open Doors vielleicht 200 Millionen verfolgte Christen auf der ganzen Welt. Das ist eine schockierende Zahl für viele Menschen, die sich gar nicht mit Verfolgung, mit Christenverfolgung so beschäftigen. Wenn man das jemandem da draußen erzählt, sagt, wir haben heute in 2020, 2021 200 Millionen verfolgte Christen. Die Menschen würden uns das nicht glauben. Und trotzdem, die Verfolgung damals, als unsere Geschwister in diese Kolosseum vor die Tiere geschmissen wurden, mit Kindern, Frauen, wo von Löwen gefressen wurden, ist kein Vergleich zu heute, was wir haben. Aber nichts konnte die Gemeinde zum Abfall bringen in Ephesus. Und der Herr lobt das. Der Herr sagt, du hast ausgehalten bis ans Ende. Wie sieht das heute bei uns aus, wenn, sagen wir mal so, eine Verfolgung, die vielleicht 20% so stark wie damals wäre, 30% wie damals wäre, wie würde es in unserem Leben aussehen? Und die haben auch immer das Wort verteidigt, in Vers 2 steht, und die sich als Apostel ausgegeben haben. Du hast es gezeigt, dass es nicht so war. Du hast gezeigt, dass die Lehre, was dort gepredigt wurde, nicht die Wahrheit war. Der Herr lobt sie, weil sie fest an der Lehre festgehalten haben. Immer das Wort des Herrn verteidigen. Das ist positiv, das sollen wir auch tun. Wir sollen auch darin forschen, in der Schrift forschen, und verteidigen, wachsen darin. In 2. Petrus 1,19. 2. Petrus 1,19. Und wir haben das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Das prophetische Wort, wir haben hier, was der Herr Jesus uns auch über die Zukunft, was noch kommen wird, besonders in der Offenbarung, ganz klar zeigt. Und das ist gut daran, sagt er, dass wir daran, darin forschen, dass wir darin wachsen. Das sollen wir auch tun, wie die Gemeinde in Ephesus. Der Herr lobt das sogar. Und jetzt kommen wir zum Vers 3, Offenbarung 2, Vers 3. Und hast viel ertragen, hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht
entmutigen lassen. Die haben, wie gesagt, wie schon erwähnt, durch die ganze Verfolgung und alles, was geschehen ist, die waren standhaft, weil der Herr ihnen durch seinen Geist Kraft gegeben hat. Und das ist gut, wenn wir dem Herrn vom ganzen Herzen dienen, wie die Gemeinde in Ephesus das gemacht hat. Wir lesen, die Werke, die waren schon gut. Die haben viele Werke gehabt. Die haben sich abgemüht. Und das ist sehr gut. Und in 2. Korinther 9,6 heißt das auch, wer kärglich sät, also wer wenig sät, der wird viel ernten, oder? Nein, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Hier geht es um den Dienst für den Herrn. Hier geht es um die Arbeit, hier geht um die Liebe zum Herrn, wie viel Liebe da ist. Jetzt springen wir ausnahmsweise von Vers 3 auf 6, dann kommen wir wieder zurück auf die anderen Verse. Wir springen auf Vers 6. Vers 6. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Eine Sekte, das ist auch umstritten, ganz genau, was es war. Es gibt verschiedene Meinungen darüber. Ich persönlich weiß nicht ganz genau, wie es gemeint ist. Es gibt 4, 5 verschiedene Auslegungen darüber, wer diese Nikolaiten waren. Und die haben sogar das gehasst, weil diese Lehre nicht biblisch war. Die haben das gehasst. Die haben nicht Amen dazu gesagt. Und die haben geprüft, die Geister geprüft. In 1. Johannes 4,1 heißt es, 1. Johannes 4,1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Geliebte, prüft die Geister. Nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, Herr Jesus, wird in den Himmel kommen. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Sagt jeder, der sagt, ich bin Christ, bin ich ein Christ, Paulus? Nein. Gut, wir müssen das prüfen. Wie damals die Gemeinde in Ephesus diese Lehre gehasst hat. Die haben nicht die Menschen gehasst, sondern die Lehre. Hier müssen wir auch trennen, bei uns auch, wenn irgendeine Lehre kommt von Zeugen Jehovas oder irgendwas. Wir können nicht sagen, wir hassen dich, sondern die Lehre, die du mitbringst. Wir können zu den Moslems nicht sagen, wir hassen dich, sondern wir können sagen, die Lehre, die du mitbringst. Das müssen wir immer unterscheiden. Der Herr Jesus liebt die Sünder, der hasst die Sünde. Aber was nützt es, wenn ich die Werke der Nikolaiten hasse? Was nützt es, wenn ich die Werke der Zeugen Jehovas hasse? Wenn ich die Werke der Mormonen hasse? Wenn ich diese ganzen Sektenlehre hasse und die auch noch aufdecke und bloßstelle, aber die Liebe zum Herrn nicht habe? Wie in Vers 4. Was nützt es, wenn ich eifrig das Wort des Herrn verteidige und zeige Vers für Vers, wo die Zeugen Jehovas falsch liegen? Und das ist, ja, das ist eine falsche Lehre. Ja, das ist nicht biblisch. Aber was nützt es, wenn ich die Liebe zum Herrn in meinem Herzen nicht mehr habe? 1. Korinther 13, 2. 1. Korinther 13, 2. 1. Korinther 13 ist so eine Lieblingsstelle von wiedergeborenen Christen, Gläubigen, aber auch religiösen Menschen, die nicht mit Jesus zu tun haben, so für Hochzeitskarten. Was wäre der Mensch ohne Liebe? Na, das lesen wir oft. 1. Korinther 13, wenn ich alles aufdecke, wenn ich jede Lehre auseinandernehme, Tag und Nacht, hasse diese Sekten. Aber in Vers 2 heißt, und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse, alle Erkenntnis hätte, allen Glauben, sodass ich Berge versetze und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts, gar nichts hat der Herr. Und da musste ich Buße tun nochmal. Offenbarung 2, Vers 4. In Vers 4 sagt der Herr, eins habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. So viel Lob, so viel Werke,
so viel Gutes, aber eins habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist jetzt kein Lob mehr. Hier geht es auch nicht um zwischenmenschliche Liebe oder irgendeine Liebe, sondern hier geht es um Matthäus 22. In Matthäus 22, Vers 36 bis 37. Wir können von 34 lesen. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, versuchte ihn und sagte: Meister, also Herr Jesus, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus sagte zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das erste und größte Gebot, liebe Geschwister. Um diese Liebe geht es. Den Herrn lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Gemüt. An anderer Stelle heißt es, mit ganzem Kraft. Nicht als Nebenjob. Nicht als Nebenjob. Von einem Nebenjob kann niemand sich und seine Familie ernähren, oder? Ein Nebenjob tut man so nebenher. Vollzeitstelle. Der Herr will dein ganzes Herz. Dein volles Herz, mein volles Herz. Nicht einfach so eine Nebensache, ab und zu mit dem Herrn, der restliche Zeit für mich, mit mir. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das hat die Gemeinde in Ephesus verloren. Eins war es den Christen in Ephesus unbegreiflich. Großes Wunder, dass Gott, Jesus Christus, sie begnadigt, befreit, angenommen und in seinem Dienst gestellt und zum Erben seiner ewigen Herrlichkeit gemacht hat. Das war für sie ein großes Wunder. Dieser allmächtige Gott hat mich, elendigen Sünder, der nicht mal nach ihm gefragt hat, angenommen. Das ist ein Wunder, liebe Geschwister. Ein Wunder, heute immer noch. Der Herr tut heute immer noch diese Wunder. Aber das Staunen, die Freude im Herzen, die Freudentränen im Augen, ist inzwischen weniger geworden, als der Herr diese Worte durch seinen Knecht Johannes an die Gemeinde gibt. Das Staunen ist weniger geworden. Dank und Liebe haben sich abgekühlt. Nicht ganz verschwunden, aber abgekühlt. Wie heute in manchen Gebeten kaum noch zu hören ist: Herr, danke, dass du für mich starbst. Danke, Herr, dass du mich angenommen hast. Geschweige vom Hören. Weil man kann nur etwas hören, wenn es ausgesprochen wird, oder? Manchmal hört man nicht mal ein Wort. Nicht mal ein Wort. Ein Danke, Herr Jesus, Wort, Gebet. Der Herr, der die Quelle des Lebens ist, der Herr, der die Sterne erschaffen hat, der jeden Stern mit seinem Namen kennt, der dich und mich erschaffen hat. Er hat uns gebildet in unserem Mutterleib. Wisst ihr, als er uns gebildet hat, er hat uns nicht nur Ohren, Augen und Nase gegeben, er hat uns noch etwas gegeben, ein Mund. Wisst ihr warum?
damit wir ihn loben in diesem Amen. Welt und preisen. Amen. Für ihn, er gibt uns einen Mund, das muss man sich mal vorstellen, er gibt Gott, der Schöpfer, dir und mir einen Mund, aber für ihn, um ihn zu preisen. Ich habe letztens ein Beispiel gemacht, wir saßen im Wohnzimmer, da war so eine kleine Pflanze, da ist so ein Ananas oben drauf. Aber diese Pflanze hier, wenn man jetzt so fragt, warum stellt man diese Pflanze hier hin? Warum stellt man diese Pflanze hier hin? Und warum haben wir diesen schönen Schriftzug hier von unserer gesegneten Schwester Tanja an die Wand machen lassen? Warum? Warum stehen die ganzen Gegenstände hier? Für wen? Für uns, oder? Die stehen für uns hier. Diese Pflanze steht für uns hier. Die haben wir hier hingestellt für uns. Wir haben sie gekauft, hier hingestellt. Dieser Schriftzug ist für uns, weil es schön aussieht, weil es ermutigt. Richtig? Und Gott, der Herr Jesus, hat uns gemacht, hat uns hingestellt, wie diese Pflanze, in dieser Welt. Für was? Für uns? Nein. Für seine Ehre. Für seine Ehre. Amen. Für ihn. Er hat uns erschaffen für ihn, damit wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Das bedeutet übersetzt, dass ich mit meinem Leben durch seinen Heiligen Geist, der ihn mir gegeben hat, wirke, lebe, und damit er seine Ehre bekommt. Damit er seine Ehre bekommt. Darum hat er uns erschaffen. Und das ist den Ephesern damals verloren gegangen. Der Herr Jesus war am Anfang beim Ephesern Nummer 1 in ihrem Leben. In allem. Heute können wir uns selber fragen, und das frage ich mich oft auch, und leider erwische ich mich oft, dass es in manchen Punkten nicht so ist, zu meiner Beschämung. Ist der Herr Jesus in allererster Platz in deinem Leben? Kommt er als erstes bei jedem Gedanke, in allem, was ich tue, was du tust? Ist er Nummer 1? Mündlich? Bestimmt, oder? Mündlich bestimmt. Aber sehen wir das auch in den Werken, in meinem Wandel? Habe ich ein Herz, der erfüllt ist bis zum letzten Rand mit dem Herrn Jesus? Oder sind da auch andere Sachen, wo ich meine Zeit, mein Geld, meine Gedanken, meine Freude, mein Wut investiere? Sind da auch andere Sachen? Wir lesen mal in 2. Chronik 19. 2. Chronik 19. Hier geht es um das ungeteilte Herz. Eine sehr gute Stelle. 19, 1 bis 9. Ich lese mal hier aus. Oder kann ein Bruder mal laut lesen vielleicht? Oder ich lese, ich habe keine Maske, besser. Josaphat aber, der König Judas, kam wieder heim mit Frieden gegen Jerusalem. Vielleicht kann man hier kurz erstmal erklären, was davor passiert war. König Josaphat war Schwager von Ahab, ein böser König, der Elia und viele andere verfolgte. Und da war sein Schwager. Und Ahab hat zu Josaphat gesagt, komm, zieh mit mir in den Krieg. Und Josaphat hat gesagt, okay, ich komme mit. Und dann hat Josaphat gesagt, ja, habt ihr den Herrn gefragt? Der so, ja, wir haben 400 Propheten gefragt, die haben gesagt, zieht in den Krieg. Und diese 400 Propheten, da wurde ein Lügengeist geschickt, damit sie diesen Krieg verlieren. Der Herr hat das zugelassen. Da war ein Prophet namens Micha. Und dann hat Josaphat gesagt, gibt es jetzt gar keinen Propheten mehr in diesem Land? Dann sagte der Ahab, doch einen gibt es noch, aber der, lass mal, der bringt mir immer schlechte Nachrichten. Josaphat hat gesagt, komm, bring ihn. Die haben ihn gebracht. Und er hat prophezeit, er hat gesagt, ich sehe ganze Israel zerstreut auf den Bergen. Also du wirst sterben, in meinen Worten. Du wirst sterben, ihr werdet diesen Krieg verlieren.
So, und die sind jetzt in diesen Krieg gezogen. Josaphat leider auch mit. Und König Ahab ist dort gestorben. Der ist dort gestorben. Josaphat ist nicht gestorben. Jetzt lesen wir in Vers 1. Josaphat, aber der König von Juda, kam wieder nach Jerusalem heim mit Frieden. Der kam vom Krieg zurück. Und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, kam heraus ihm entgegen zum König Josaphat. Sollst du so dem Gottlosen helfen und lieben, die den Herrn hassen? Und um des Willen ist über dir der Zorn vom Herrn. Weiter, bis 9. Aber doch ist etwas Gutes an dir gefunden, dass du die Aschera-Bilder hast ausgefegt aus dem Lande und hast dein Herz gerichtet, Gott zu suchen. Also blieb Josaphat zu Jerusalem und er zog wiederum aus unter das Volk von Beersheba an bis auf das Gebirge Ephraim und brachte sie wieder zu dem Herrn, ihre Väter Gott. 9, Vers 9. Und er, Josaphat, gebot ihnen das Volk, tut also in der Furcht des Herrn treulich mit rechtem Herzen, bei mir heißt das mit ungeteiltem Herzen. Mit ungeteiltem Herzen. Josaphat hat da nicht auf den Herrn vertraut. Josaphat hat sein eigenes Ding gemacht, ist in den Krieg gezogen. Josaphat hat in Unglauben gehandelt. Und hier der Herr spricht durch den Propheten und sagt zu ihm, das war nicht gut, was du gemacht hast. Aber eins war gut. Du hast die Götzenbilder weggemacht und du hast dein Herz auf mich gerichtet. Du hast nach mir gesucht. Und das fand der Herr gut. Vielleicht ist auch in deinem Leben, in meinem Leben, viele Punkte, wo der Herr sagen würde, das war nicht gut, was du gemacht hast. Das war nicht gut, wie du gewandelt bist bis heute. Das war nicht gut. Viele Begierden in deinem Leben, in deinem Herzen. Das war nicht gut. Aber wenn du auch heute bereit bist, wenn ich auch heute bereit bin, dem Herrn zu suchen, weil der Herr sagt, such den Herrn, solange er zu finden ist. Es wird eine Zeit kommen, der Herr wird nicht mehr zu finden sein. Es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen suchen werden, nach ihm schreien werden und er wird sich nicht suchen lassen. Wenn du dein Herz heute ausrichtest und sagst, Herr, es war bis heute nicht gut, wie ich gewandelt bin, und ihn suchst, dann wird er sich finden lassen. Wer mich vom ganzen Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. In 1. Johannes 2, Vers 3 bis 6, 1. Johannes 3, 3, 3 bis 6. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Viele denken, ja, wie kann das dann sein? Jeder sündigt. Hier ist gemeint, wer in der Sünde harrt, also wer in der Sünde bleibt, ja, wer in der Sünde bleibt und nicht mehr raus will, ja, jeder rutscht aus. Jeder hat Verfehlung. Wir leben noch in diesem Fleisch. Aber wer in der Sünde bleiben will, ausharren will, und da ist die Frage jetzt, welcher Geist treibt dich? Von welchem Geist wirst du getrieben? Vom Heiligen Geist oder dein eigenes Ich? Mein eigenes Ich. Lass uns jeder sich selber prüfen. Und ich wollte eigentlich als Überschrift heute machen, wahre Erkenntnis Gottes zeigt sich im Halten der Gebote und Liebe zum Herrn und Bruderliebe. Wie in 1. Johannes 4 steht, da steht, wer Gott liebt, der liebt auch die Brüder. Ja, in 1. Johannes 4, 10. Darin besteht die Liebe,
nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Nicht wir haben den Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, gesucht und gefunden und geliebt, einfach so. Nein, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Er gab seinen Sohn, Jesus Christus, für uns. Das ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Das ist ein Wunder, unbegreiflich, mit Menschenverstand nicht aufzunehmen, über jede Vernunft. Das können wir nicht verstehen. Das tat Gott. Er gab seinen Sohn für uns verlorenen Menschen. In Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, denn er sieht, wie kann er Gott lieben, denn er nicht sieht. Liebe Geschwister, lass uns prüfen, lass uns einander prüfen. Liebe ich Gott wirklich, dann kann ich das erkennen, indem ich meine Geschwister liebe. Das ist so ein kleiner Prüfstein, kann jeder das mitnehmen. So ist der Herr, heute derselbe Herr, der diese Sendschreiben über Johannes durch den Heiligen Geist inspiriert an Ephesus gegeben hat, ist derselbe Herr heute, gestern und bis in die Ewigkeit. Du sitzt heute hier und ich stehe heute hier. Keiner kann sehen, niemand hat hier die Gabe, in dein Herz hineinzuschauen. Niemand hat hier die Gabe, in dein Zuhause, in mein Zuhause hineinzuschauen. Niemand kann sehen, was du machst, wenn du ganz alleine bist, wenn du vorm Internet sitzt. Niemand sieht, auf welche Seiten du gehst. Niemand sieht, wie du zu deinem Mann oder zu deiner Frau bist zu Hause, wenn du alleine bist. In der Gemeinde ein Engel, und zu Hause ein Teufel vielleicht. Weiß ich nicht. Niemand sieht das. Niemand kann das sagen, wie es in deinem Leben ist, wenn du alleine bist. Wie du mit Menschen umgehst. Wie du mit Menschen umgehst, die nicht im Glauben sind. Aber in Vers 2, Offenbarung 2, Vers 2, ich kenne deine Werke, sagt der Herr. Er kennt unser Leben. Er kennt jede Sekunde von unserem Leben. Jede Gedanke, egal wie schön ich strahle, wie gut ich lache, er sieht tief in unsere Herzen. Was uns treibt, sieht er, der Geist Gottes oder mein eigenes Ich. In Offenbarung 2, Vers 2, sagt er, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke und deine Mühe, sagt der Herr. Und wisst ihr, hier meint der Herr das gut mit Ephesus, indem er sagt, ich kenne deine Werke. Er meint das nicht schlecht, er meint, wow, ich sehe deine Werke, ich sehe dich und das ist gut. Kann der Herr heute es auch zu uns sagen, wenn er jetzt heute sprechen würde, laut sprechen würde, sagen würde, ich kenne deine Werke. Wäre das positiv gemeint? Oder wäre das negativ gemeint? Und jetzt können wir sagen, ja, ich liebe ja meine Frau, ich liebe ja meine Kinder und es ist gut so. Aber in Matthäus 5, 46 steht, das ist nicht gut so, wenn es das alles ist, wenn das alles ist, wenn du deine Frau, unsere Frau sollen wir lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für die Gemeinde gegeben hat, sein Blut vergossen hat für die Gemeinde. Ja, die Gemeinde ist die Braut und er ist der Bräutigam. So sollen wir unsere Frauen lieben. Nichts dagegen, Amen dazu. Die Frauen sollen ihre Männer lieben, sich unterordnen. Aber genügt das? Ist das gut so? Aufgeschlagen. Matthäus, Kapitel 5, 46.
Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Wenn ich nur die liebe, die mich lieben, er sagt, was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Liebe, wenn ich nur die liebe, die mich lieben? Das tun auch die Zöllner. Und Zöllner ist hier negativ gemeint, ne? Ganz negativ. Ja. Lass uns einander prüfen. Haben wir diese Liebe, die der Geist Gottes uns gegeben hat, zu Menschen, zu verlorenen Seelen, zu Menschen, die Hilfe brauchen? Oder haben wir die Liebe nur zu unserer Familie? Zusammenfassend, der Herr kennt meine und deine Werke. Aber wie ist es mit der Liebe zum Herrn? Wie ist es mit meiner Liebe zum Herrn Jesus? Wie ist es mit deiner Liebe zum Herrn Jesus? Vielleicht hast du auch gute Werke. Ich kenne dein Leben nicht, das steht mir auch nicht zu. Der Herr sagt, ich kenne deine Werke und nicht Johannes hier. Aber wie ist das mit deiner Liebe, mit meiner Liebe zum Herrn? Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Hast du überhaupt diese Liebe erfahren in deinem Leben? War diese Liebe schon in deinem Leben da? Die erste Liebe, so wie Ephesus, als sie befreit wurde, als sie zu Kinder Gottes gemacht wurden, als sie errettet wurden. Diese Freude, diese Dankbarkeit, war diese Liebe schon in dein Leben? Hat Gott dein Herz angerührt? Wer kann sich erinnern? Und für die, die jetzt diese Liebe geschmeckt haben, wer kann sich an diesen Augenblick erinnern, wo du deine Augen geschlossen hast, wo du gesagt hast, Herr, ich tue Buße über mein Leben. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube nicht nur daran, ich akzeptiere das heute. Ich nehme das an. Wer kann sich an diesen Moment erinnern? Im Psalm zum Abschluss, zwei Verse, Psalm 32 bis Vers 5, ein Psalm Davids. Wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet, in dessen Geist keine Falschheit ist. Denn als ich es verschweigen wollte, zerfielen meine Gebeine durch mein tägliches Seufzen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, so dass mein Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Dieser Moment, wo der Mensch, der verlorene Mensch, der Sünder, der mit einem Bein in der Hölle ist, errettet wird. Wenn wir an diese erste Liebe uns daran erinnern, wenn wir uns heute prüfen, wir sehen große Differenzen, große Unterschiede. Lasst uns zurück zum Herrn, wie in Offenbarung 2, Vers 4 steht. Lasst uns zurück umkehren und unser Leben ihm ganz geben. In Offenbarung 2, Abschluss, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Kehre um und tu die ersten Werke. Hier sind nicht Werke gemeint, damit der Mensch gerettet wird. Viele verwechseln das. Durch Werke können wir nicht gerettet werden, liebe Geschwister, sondern aus Gnade allein. Und Gnade ist unverdient. Das tat der Herr Jesus am Kreuz
indem er sein Leben für uns gab, indem er starb, indem die Nägel in seine Hand geschlagen wurden, indem sein kostbares Blut geflossen ist, hat er uns gerettet. Jeder, der glaubt, wird gerettet, nicht durch Werke. Und die Werke sollten sichtbar sein, weil wir ihn lieben. Weil wir ihn lieben, der hat uns zuerst geliebt, sollten diese Werke da sein. Der Herr segne uns, segne euch, gebe Kraft und Frieden darin, dass wir wirklich alle Zeit uns prüfen, jeder Einzelne, wo wir im Glauben stehen. Weil das ist höchste Zeit, wir sehen, was in der Welt jetzt passiert, es ist höchste Zeit, sich zu prüfen, eine echte, richtige Entscheidung zu treffen und dem Herrn vom ganzen Herzen, ganze Seele, ganze Gemüt und ganze Kraft nachzufolgen. Weil der Herr Jesus ist es würdig. Der Herr segne euch. Amen.